fit schon. Ja. Wir sind hier im Aufenthaltsraum von unserem Hostel. Samstag, erster Tag. Wir haben uns gestern vorhin gemeldet. Ansonsten Stadt und sowas angeschaut, ein paar Sachen, die wir nicht auf Video zeigen können. Ansonsten jetzt dann erster Tag. Wir haben kein so gutes Gefühl. Was denkst du? Echt jetzt? Hast du ein gutes Gefühl? Aber ich weiß nicht, meine Gefühle sind gemischt. Schauen wir mal. Gemischte Gefühle. Vielleicht können wir die nur noch besser. Wir haben was gefunden, der Afghane macht nur Probleme. Der Afghane, es war afghanisches, ich weiß nicht, Bund sagt man Sägewerk, das war afghanisches Bombenwerk. Ich musste einfach ins Bett hauen, dann konnte ich wieder weiter schlafen. Wie geht's euch so? Ganz gut. Digga, ich werde der Apathie geschlafen. Was? Ja, ich bin halt auch gerade bei ihr gekommen. Was? Ich höre die dann immer weiter los. Ja, und du nicht, oder was? Dann immer reiche ich nicht auf. Dann kann die Lebensmittel dann nicht abnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Booster öffnet. Wie viel ist der wert? Nix, man. Nix, super. Super sind jetzt so wie Rares, man. Oh, scheiße. Nix wert, oder? Oha. Egal, es gibt noch Chancen. Nix wert, oder? Ein bisschen was. Oder so. Geht schon. Wow. Wir haben jetzt schon bei 3 Euro am Wert, oder was? Nee. 1 Euro. Was ist der wert? Gar nichts. I lost my costume. Okay, mal nochmal dieser Trottel. Unverdient. Ja, die kannst du auch hoffen. Weil ich bring dir Glück, Mann. Ultra-Rare, oder was? Was das? Rex. Wie ist der jetzt? Das ist doch gut, oder? Ja, geht schon. 9 Euro oder so. Echt jetzt? Das ist echt jetzt. Nicht da. Dann wurden alle abgemessen. Geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Genau deswegen haben die es ja so eingeführt. Achso. Jetzt findest du es dann schon. Oh, hey, immerhin. Immerhin. Hat sich gelohnt, dass du hergekommen bist. Wegen anderen Sachen. Ja, okay, Mann. Red Eyes Retro Dragon, Mann. Es hat sich echt gelohnt, ey. Ich habe noch nie diese Regen gehört. Das wie stehst du, Mann? 2-1. Was ist gerade passiert? Ich habe gerade den Times verloren, weil wir uns Zeit gelassen haben im Times noch zu sein. Eigentlich war alles fertig. Ich muss eigentlich nur noch abheben. Ich habe den Times gerufen, er ruft den Schiedsrichter und der Schiedsrichter sagt dann eiskalt, ja, er hat gewonnen. Ich sage, alles klar, warum? Hat er gemeint, ja, solange du noch nicht abgekartet hast, das Spiel noch nicht begonnen hat und es ist Times, dann hat der Gegner gewonnen. Wenn er ja, und er hat 1-0 geführt, deswegen hat er das komplette Match gewonnen. Und ich so, alles klar. Macht Sinn, also leider nicht.
jetzt mit dir? Boah, ich stehe 1-2, ich leide. Wenigstens hast du einmal gewonnen mit dem Deck. Das reicht schon mal. Nee. Ja, wenn ich noch eins verliere, drop ich. Schauen wir mal, vielleicht ist noch 1-2 gewinnen, wenn ich schlecht. Sehen wir mal. Das nächste ist wichtig. Kein Interesse an Side-Event. Ja, doch schon, aber wenn ich halt noch eins verliere, dann geht es ab zu den Side-Events. Alles klar. Leute, was geht ab, Leute? Ende von Tag 1. Wir haben nicht sehr viel gefilmt. Wir haben uns aufs Spielen konzentriert. Wie lief euer Tag so, Jungs? Geht so. War interessant. Lange YCS oder ein großes Turnier seit langem. Und ja, 4-3. Letztes entscheidendes Spiel für Tag 2 verloren. Ja. Aber dafür, dass es mit dem Deck war und mit keiner gerechnet hat, war schon okay. Dein Fazit so zu deinem Deck? Das Deck an sich war ziemlich gut. Es waren ein paar Kleinigkeiten, sag ich mal, die es entschieden haben. Die Starthände waren eigentlich nicht gut. Wenn ich angefangen habe, habe ich eigentlich meistens gewonnen. Die Gegner überraschenderweise wollten immer selber anfangen. Und wenn die selber anfangen, sind, sag ich mal, ein paar Karten wie Abyss Trainer. Ja, ziemlich spielentscheidend, weil dann kann ich Panthesen oder Erebus den Effekt nicht machen. Du hast bemerkt, dass die Leute jetzt immer öfters anfangen wollen, oder? Jeder wollte nie, also keiner hat mich anfangen lassen. Hast du noch eine Nachricht an Barisch vielleicht? Barisch, du bist echt schlecht. Ich klau deinen Platz, Mann. Wie ist es bei dir? Thank you. Bei mir war alles gut. Ich habe einmal gegen Pepe verloren, im Timeout. Aber das Spiel war echt gut. Es ging echt 14 Minuten hin und her. Da habe ich leider verloren im Times halt. Ansonsten habe ich gegen zweites, was ich verloren habe, war gegen den schlechtesten Kosmos-Spieler der Welt. Der kannte seine eigenen Effekte nicht. Ja, und jetzt bin ich ja Tag 2. Jetzt bin ich 2. War okay. Bist du bereit für morgen? Ja, eigentlich. Hast du Hoffnung auf Tops? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich morgen gegen Pico und so spiele, dann passe ich an. Was geht bei dir auf Ghana? Ja, es war ich bin eigentlich zufrieden, Mann. Ich war ein bisschen schlecht dabei bei manchen Duellen, aber ich habe nie eigentlich schlecht gezogen. Ja, Tintwister hat mir halt eins gegeben, das war schon heftig. Vielleicht überlege ich mir was gegen Tintwister zu spielen. Ja, das hat mir auch ein Game richtig gefällt. Ich glaube, diese Karte, es gibt so eine Karte, die, ich glaube, die haltet auf, wenn zwei Karten zerstört werden. Aber nicht Starlight Mode, eine andere. Ja. So eine Counter-Trap. Und die ist auch, glaube ich, gut gegen Wizard und sowas. Ja. Kann man schon spielen. Darko spielt auch viele, also Cosmo halt. Ja, geht schon. Vielleicht baue ich das noch ein. Ja, ansonsten, ich bin 3-4 gegangen, hat leider nicht mehr gereicht. Ja, aber morgen spiele ich Side Events, da holen wir nochmal was. Was ist dein Fazit zu Blackwing? Hat das Chancen? Oder echt nicht mehr? Es hat Chancen, aber man wird nicht, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass du was wirklich gewinnst. Mhm. Du kannst schon toppen vielleicht. Wenn du richtig Glück hast ein bisschen und dann wenn du Antikarten spielst, Rivalry und sowas, kannst du schon toppen. Ja. Aber du kannst jetzt nicht, wir müssen realistisch bleiben, noch kann es nicht erster werden. Okay. Aber es kommt noch mal, es kommt. Ich bin auch 5-2, morgen Tag 2. Also. Das ist richtig. Ich bin auch 5-2 mit Cosmo, also morgen Tag 2, deswegen heute auch wenig Videos, morgen wahrscheinlich auch. Leute, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt ein bisschen.